Grüß Gott, liebe Aufrufer. Buongiorno. Ciao. Ciao, amici italiani. Voi dico il stronzo italiano, Silvio Berlusconi, le elezioni italiane. Der Wahlkampf im Schlaraffenland steht hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestern. Hier unter Kai Diekmanns Kampagne 45 Tage Boris Becker Samenraub im Jahre 2001 als Start der neuen Bildzeitung unter Kai Diekmann. 45 Tage. Es kam dann eine zweite Phase, Michael Schumacher mit dem roten Ferrari und den Schumiletten. Ja, fast nochmal so lange, zwei Kampagnen zum Start von Kai Diekmann, dem ich hier meine Aufmerksamkeit für 45 Tage widme, mit dem Kai Diekmann-Bad zur Vorbereitung einer arabischen Reise. Man wird mit Bad dort eher als Mann angesehen. Nun ist mein Bartwuchs ja so kompromissbereit, dass ich nicht als Mann dann dort Überforderungen ausgesetzt werde, weil ich ja so einen dollen Bart nicht habe. Und die grauen Haare bestimmen schon mal auch eine ganze Menge der daraus kommenden Ehrwürdigkeit. Also hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung gestern. Und Wahlkampf im Schlaraffenland. 10. Februar kommt, habe ich immer gesagt. 9. Februar, 10. Februar, das ist kein schlechter Tag. Wahlkampf im Schlaraffenland, und das ist jetzt hier die Rede von der Situation in Italien. Es war nach der unglaublichen Schuldenkrisenzuspitzung quasi kurz vorm Staatsbankrott Italiens, wie die Überraschung aus dem Überraschungsei gekommen, der Herr Monti und auch zusammen mit dem Bankpräsidenten Draghi. Man wusste in Italien, was eigentlich ökonomisch und finanzpolitisch zu tun ist. Und die haben wirklich ganz enorm gute Maßnahmen ergriffen, sodass die Situation für Italien in der Europäischen Union, was den Euro betrifft und die Bedienung der Euro-Schulden Italiens, sozusagen geöffnet hat, anstatt die Katastrophe auszulösen. Das alles hat dazu geführt, dass dieser unsägliche Berlusconi in Italien, ich bin auch wieder in Italien gewesen, allgemein und hoch und runter und speziell wirklich für abgegessen gehalten wurde. Trotz seiner Medienmacht, man hat gesagt, also wir interessieren uns zwar nicht für die Politik, lass den doch machen mit seinem Bundfernsehen, aber eigentlich geht es nicht, was Italien unter Berlusconi gemacht hat. Der gehört vor den Richter und ins Gefängnis, statt Regierungspräsident zu sein. Und nun hat sich Italien sozusagen wieder beruhigt über die Berlusconi-Katastrophenpolitik und nun macht Berlusconi Kampagne. Am 25. Februar sind Wahlen in Italien und hier ist ein großer Artikel, der den Wahlkampf mal kurz resümiert und da wird dann gesagt, also es gibt immerhin, erholte sich die Ausfuhr exportierende Unternehmen als Hoffnungsträger, als Melkkühe für Steuerfahnder und Gewerkschaften. Dabei wäre für Italien nichts wichtiger als Wirtschaftswachstum, um den Schuldenstand von 126% des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Und jetzt wird gesagt, in scharfem Kontrast zur schwierigen Lage stehen die rosigen Perspektiven, die die Wahlkämpfer entwerfen. Versprochen werden soziale Gleichheit, Gerechtigkeit, Staatsausgaben für Süditalien und Forschung, mehr Wohlstand und endlich die Durchsetzung italienischer Interessen gegenüber Deutschland. Zum Teil ist dies verbunden mit der Idee einer europäischen Schuldenunion und der Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank. Berlusconi hetzt auf allen Ebenen und sei es also im Sinne von Nationalismus, die doofen Deutschen, die Italiener essen nur Filetsteak und die Deutschen die fettigen Sehnen, die aus Italien angeliefert werden. Statt Abdeckerei schicken die das Fleisch nach Deutschland. Im Ernst, so wird das gedacht dort. Italien immer, picobello, spitze, gut, schön. Noch augenfälliger sind die finanziellen Verheißungen. Silvio Berlusconi will mit seiner Partei der Freiheit zurück an die Macht, indem er verspricht, auf der ersten Kabinettssitzung 4 Milliarden Euro Immobiliensteuern zurückzuerstatten. Also der sagt den Leuten, wenn sie ihn wählen, bezahlt er sie hinterher dafür, aus Staatsmitteln. Der Staat macht dadurch Schulden, die die Europäische Union übernimmt. Ist das nicht geil? Also da muss man doch sagen, der Cameron, der sagt, wir treten aus,
Was ist das für eine edle Großmut, ja? Berlusconi, Stronzo. Ich sage nicht, was Stronzo heißt auf Deutsch. Also, er will alles verschenken. Die mit links angesiedelten Demokraten hauen auch in die Kerbe. Also die ehemals kommunistische Gewerkschaftspartei, die großen Einfluss besitzt, möchte auch ein Ausgabenprogramm von 50 Milliarden. Jetzt fangen sie alle an zu spinnen in Italien. Das heißt, jetzt kann man auch nicht mehr sagen, da ist der verrückte Berlusconi, aber die anderen versprechen jetzt seriöse Politik. Nein, die haben alle aus Angst vor Berlusconi jetzt auch angefangen, Versprechungen zu machen, dass die Heide zittert. Das ist nun eine Eröffnung tatsächlich der Gefahr, dass Berlusconi unter Umständen gewählt wird. Denn er wird sich noch schöne Gags in den letzten 3 Tagen über die Medien ausdenken. Dann sieht es am Ende wirklich wie die Verhinderung des Weltuntergangs aus, wenn sie ihn nicht wählen. Und dann wählen sie ihn vielleicht. Allen Wohltaten ist gemein, dass dafür scheinbar keinerlei Gegenleistung notwendig ist. Wer Einsparungen ankündigt oder plakativ endlich weniger Verschwendung verheißt, bleibt Details schuldig. Natürlich gibt es in allen Ländern wohlfeile Zusagen im Wahlkampf. In Italien gibt es aber spezifische Gründe für die besonderen Übertreibungen. Das Wahlrecht erfordert Parteienbündnisse, die teils bunt gescheckt sind und daher statt klarer Zukunftsprojekte lieber vages mit Versprechungen kombinieren. Gut, also ich wollte sagen, es besteht jetzt tatsächlich eine neue Entwicklung in Bezug auf die eigentlich völlig vernichtete politische Karriere von Berlusconi, der im Zuchthaus landen müsste, jetzt die Entwicklung dahin beeinflusst worden ist, nur durch Wahlkampf, nur durch Medien, dass eventuell bei der kommenden Wahl in Italien ein großer Mist passiert. So, ich danke für den Aufruf, das war ja meine Ansage heute am 10. Februar 2020.